Wenn ihr noch günstige FIFA-Coins braucht, checkt gerne mal meinen neuen Sponsor FIFA-Coins.de aus. Der Link ist natürlich wie immer oben in der Videobeschreibung. Außerdem findet ihr in der Videobeschreibung noch einen freshen Rabattcode, mit dem ihr bei jeder Bestellung noch ein bisschen was sparen könnt. Also unbedingt abchecken. Checkt außerdem gerne meinen Shop aus. Da gibt es ab sofort die neuen Nice Hoodies plus gratis Autogrammkarte. Link ist natürlich auch in der Videobeschreibung. Was geht, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute, ihr habt es schon gelesen, gibt es einen 89er Plus in vom Walkout in den Foot Champions Packs. Es waren wieder absolut heftige Packs. Bleibt wieder bis zum Schluss dran. Ihr solltet kein Pack verpassen, Leute. Wie immer, Leute, falls ihr noch Bock habt auf ein Weihnachtsgeschenk oder so und was aus meinem Shop holen wollt, könnt ihr es natürlich gerne machen. Link zu meinem Shop ist ganz oben in der Videobeschreibung. Hier, den blauen Nice Hoodie gibt's da. Den gibt's natürlich noch in Rot. In Grün gibt's den auch, Leute. Richtig viele fragen immer, wie sieht der Grüne aus? So sieht der Grüne aus, Leute. Weil ich ja meistens nur den blauen oder den roten trage. Aber ich muss sagen, der grüne ist schon auch richtig fresh, Leute. Also, falls ihr einen dieser drei Hoodies haben wollt, checkt meinen Shop aus. Und die Autogrammkartenaktion läuft auch noch weiterhin, Leute. Ihr wisst, bei jeder Bestellung ist eine Autogrammkarte dabei. Und 5 dieser Autogrammkarten sind hinten mit einem Symbol versehen. Wenn ihr eine dieser 5 Autogrammkarten habt, habt ihr noch ein gratis Paket gewonnen aus meinem Shop. Da wird ein Pullover drin sein, ein T-Shirt und ein Turmbeutel. Ihr könnt euch natürlich aussuchen, in welcher Farbe und in welcher Größe. Also, wenn ihr eine dieser 5 Autogrammkarten bei eurer Bestellung dabei habt, das seht ihr dann halt auf der Rückseite. Schickt mir ein Bild auf Instagram von der Vorder- und von der Rückseite. Und wenn es halt die ist, werde ich mich mit euch in Verbindung setzen und euch natürlich dann das Paket zuschicken. Also, wenn ihr euch jetzt noch was holen wollt aus meinem Shop, Link ist ganz oben in der Videobeschreibung als Weihnachtsgeschenk oder was weiß ich. Und viel Erfolg auf jeden Fall. Vielleicht habt ihr eine dieser 5 Autogrammkarten. So, wir sind mal wieder auf dem Account vom Chrissy und wir schauen mal. Ihr habt, denke ich mal, gerade eben schon die Packs auf dem Xbox-Account gesehen. Wir haben Aspas gezogen und Wayne Rooney im Einpack. Das waren schon ganz solide Packs, würde ich mal sagen. Und jetzt sind wir hier auf seinem PlayStation-Account. Elite 3, 100k-Pack und ein Team of the Week-Set. Ihr wisst es, ich habe auch immer nur Elite 3. Deswegen, ich bin immer interessiert, von anderen Leuten die Elite 3 Packs zu ziehen. So als Vergleich, wie es bei mir dann immer aussieht. Deswegen, ich bin gespannt. Ich denke mal, jetzt, wenn ihr dieses Video seht, habt ihr meine Elite 3 Rewards schon gesehen oder auch nicht. Ich weiß noch nicht, wie ich euch das alles hochlade. Was ich euch zuerst hochlade, war doch nicht. Ist auch scheißegal. Wir fangen an mit dem 100k-Pack. Let's go! Okay, komm, jetzt mal eine Ikone, Mann. Jetzt, ich warte ja immer noch, ihr wisst es, wie immer, auf die erste Ikone aus den Foot Champions Rewards. Es ist ein Inform. Es ist die Spanien. Oh, was? Es gibt noch einen Spanier. Ah, Begara. Es gibt noch einen Spanier. Stell euch mal vor, wir hätten jetzt Guerrero gezogen, schon im 100k-Pack. Ey, Scheiße. Ey, es gibt 3 Spanier. Aspas, Guerrero und Vergara. Oh Mann, ey, das war jetzt bitter. Ich dachte, es gibt nur 2. Ich dachte, es gibt nur Aspas und Guerrero. Kuschelny, Forsberg, Green. Naja, okay, das war eigentlich auch wieder ein Kack-100k-Pack. Wäre das jetzt Guerrero geworden? Oh, Rashford, okay. Rashford ist hier hinten noch. Das ist in Ordnung. Der war mal zu Beginn von FIFA. War der Typ, glaube ich, seine 30k wert oder so. Mittlerweile weiß ich gar nicht, was der mittlerweile wert ist. Wir können eigentlich vom Ding her eben mal nachschauen. Wir packen immer alles auf die Transferliste und schauen mal, was Rashford wert ist. Das interessiert mich mal jetzt. 18k nur noch. Price Range, der ist... Oh mein Gott. 8k wird hier auf den geboten. Junge, der war mal 30k wert. Das ist so bitter, ne? Das ist so bitter, wie krass die Preise gedroppt sind. Und die werden ja noch weiter sinken in der nächsten Zeit. Naja, was soll's. Scheiß drauf. Wir kommen zum... Rein vom Pack. Ich bin gespannt, Alter. Okay, Nose Pack. Come on, let's go. Bitte, Alter. Komm, bitte. Lass irgendwie die Spanien-Flagge drauf sein. Dann können wir zittern. Dann können wir zittern auf David De Gea. Es ist die Griechen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich glaube, schlechter geht's nicht. Papadopoulos. Längster Name aller Zeiten, Digga. Mann. Warum Papadopoulos? Warum bist du überhaupt im Team of the Week? Das Ding ist, es gibt ja einen guten 82er. Das ist Kingsley Coman, der ist 150k wert. Aber dann gibt es auch schlechte 82er. Und zwar so Leute wie Papadopoulos. Die sind einfach mal ganz, ganz locker 15k wert. Nicht mehr, nicht weniger. Geil, Alter. Vielleicht, wenn wir Glück haben, ist jetzt hier noch ein Coman drin. Aber ich gehe mal ganz stark nicht da. Oh mein Gott! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Für ein Scheiß! 3 in vom Pack. Oh mein Gott, Alter. Sowas Schlechtes habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Oh mein Gott. Beto, Linat und Papadopoulos. Wir brauchen gar nicht nachschauen, Mann. Wir brauchen nicht mal nachschauen. Da unterbietet sich einer. Ja, hier macht einer Coins auf seinen anderen Account oder so. Hier 16k wird drauf geboten. Hier ist einer billiger als der andere, Leute. Ich sag's euch. Einer billiger als der
verdammt andere. Oh mein Gott, 12k wird auf den... Allein das so... Wer kauft den Spieler überhaupt, stelle ich mir immer die Frage. Wer kauft so einen Spieler überhaupt? 12k wird darauf geboten, Veto. Auf den bietet nicht mal einer. Okay, absolutes Kackpack. Aber absolutes Kackpack. Kann man eigentlich instant abschließen, jetzt mal ehrlich. Das war eigentlich ein instant discard pack. Scheiße, Mann. Nosepack, Leute. 3, 2, 1. Let's go. Come on, Alter. Bitte. Lass es. Ey, wenn es die Spanien-Flagge wird, könnte es auch Aspas werden. Deswegen, es könnte ein Prank werden, wenn es die Spanien-Flagge... Wir haben... Nein! Ich hab's doch gesagt, ey. Ich hab's doch gerade noch gesagt. Ich kann es nicht fassen. Ey. Der größte Prank aller Zeiten. Oh mein Gott, ich hab's doch gerade noch gesagt. Der größte Pack-Prank mal wieder, den es nur geben kann. Ey, was ist das wieder für ein Prank, Mann? Das kann, ey, das könnt ihr ehrlich keinem erzählen, Mann. Das könnt ihr doch keinem erzählen. Ich hab's gerade noch angesprochen. Es kann mal wieder ein absoluter Prank werden. Und EA prankt uns wieder komplett, Alter. Danke für diesen absolut kranken Pack-Prank mal wieder. Aspas ist am Start, 86er Info, Alter, der hat geile Werte, jetzt mal ehrlich, 84 Tempo, 88 Schießen, 80 Passen, 89 Dribbling. Aber es war wieder so klar, ne? Ey, das war wieder, ey, ich sag es noch, warum habe ich davon gesprochen? Mann, ey, ich hätte davon nicht sprechen sollen. Okay, immerhin 86er Aspas. Ey, Mann, wenn das der hier wird, ich dreh durch, Alter. Man wird wieder nur geprankt, sag ich schon, gepackt wollte ich sagen, geprankt. Der nächste Pack-Prank, den es hier wieder gibt, ey. Unfassbar. Wir schauen mal, wer jetzt noch dahinter ist. Ich bin gespannt, Mann. Das Ding ist, könnte jetzt eigentlich, warte, wen haben wir noch? Perisic. Perisic war auch 86er rated. Der könnte jetzt dahinter sein. Der wäre sogar noch, glaube ich, noch ein bisschen was wert. Deswegen, wir schauen mal. Ab geht die Post. Wer ist drin? Come on. Rooney. Ja, ey. Aber zwei Walkouts im dritten vom Pack. Ja, damit kann man arbeiten, Mann. Damit kann man arbeiten. Rain Rooney ist... 150.000 ist der Wert. What? Junge, ich habe gerade gedacht, wo ich die Preise hier gesehen habe, habe ich gedacht, what the fuck? Der ist einfach nur gepricefixed worden oder so. Aber die bieten, Junge, 150.000 auf den. Warum? Warum bieten die? Warum steht der für 205.000? What? Wir kommen zum ersten 100k-Pack. Los geht's. Schauen wir mal, Leute. Ich bin gespannt auf das erste 100k-Pack. Sieht schon mal gut aus, glaube ich, wie ein Inform. Ne? Ja, es ist ein Inform. Come on. Es ist eine Flagge. Stürmer. Ist es? Augsburg. Oh mein Gott. Finn Burger ist schon mal da. Wer? Ja. Finn Burger. Oh mein Gott. Ich dachte gerade, es wird irgendwie Sigurdsson. Aber ist mir aufgefallen, Sigurdsson. Also mir ist aufgefallen, als die Stürmer-Position kam. Sigurdsson ist ja, wenn überhaupt, ZOM. Aber Sigurdsson hat auch, glaube ich, gar kein Team of the Week. Der wäre sogar ein bisschen was wert gewesen, Sigurdsson, weil der hat auch einen 84er Inform momentan, glaube ich. Der ist 40-50k wert. Naja, okay. Das heißt, naja, schade. Sigurdsson wäre gut gewesen. Finn Burgerson ist nicht so gut. Martip, Dervai, Sturridge, okay, Fernandinho. Der ist auch nichts mehr wert mittlerweile. Also, das war wieder ein Brokes. 100k-Pack sind vielleicht alle noch ein bisschen was wert. Ein paar 83er waren ja immerhin am Start, aber naja, das ist ja ganz Gute war natürlich auch wieder nicht dabei. Jetzt kommen wir zum 3 vom Pack. Ich hoffe, das wird besser. Nose-Pack, come on, let's go. Bitte, jetzt nochmal, komm, die Spanien-Flagge. Bitte die Spanien-Flagge. Bitte die Spanien-Flagge oder die Brasilien-Flagge oder die Deutschland-Flagge oder die Deutschland-Flagge. Mesut Özil, 89er. Mesut Özil, nice, Alter, wo bleibst du? Da ist er! Alter, rutsch hier rein! 89er Mesut Özil als rechter Stürmer, ey! Bitte, Özil, warum verdammt nochmal bist du rechter Stürmer? Ey, der Typ wäre so viel geiler und wahrscheinlich auch nochmal 100k mehr wert, wenn der Typ einfach ZOM wäre. Wer will einen rechten Stürmer haben mit 72 Tempo? Da kann man Özil ehrlich nicht spielen, Mann, okay? Man könnte ihn notfalls im rechten Mittelfeld spielen, aber... Da ist ja auch zu langsam für, ganz ehrlich. Shit, Mann, Alter, das... Ey, Mann, ZOM, der wäre locker 50 bis 100k wert. Aber 89er Inform aus dem 3-Inform-Pack, Leute. Das ist heftig, aber das viel geilere ist, da könnte jetzt jeder dahinter sein. Da könnte jetzt ein Coutinho hinter sein mit einem 87er-Rating. Da könnte jetzt ein Perisic dahinter sein mit einem 86er-Rating. Der Kea kann leider nicht dahinter sein mit einem 92er-Rating, aber alle anderen könnten dahinter sein. Deswegen könnte das Pack hier locker seine 300.000 bis 400.000 Münzen wert sein. Dann wäre das eines der geilsten 3 Inform-Packs, die man überhaupt zum aktuellen Team of the Week ziehen kann.
Okay, schauen wir doch mal, Leute. Wer jetzt hier noch so am Start ist? Mesut Özil. Was ist das für ein Jubel, Alter? Scheiß drauf. Okay, schauen wir mal. 3, 2, 1, let's go. Come on, jetzt noch Coutinho. Stell dich das mal vor, Alter. Jetzt noch Philippe Coutinho. Ey, Junge, schon wieder Papadopoulos. Junge, ich zieh den in jedem scheiß Reihenvorpack zieh ich Papadopoulos. Das gibt es doch nicht. Okay, Mesut Özil ist... Okay, 140k wird geboten. Wie gesagt, wäre der Typ einfach nur ZOM, Leute. Wäre der Typ ZOM, wäre locker über 200k wert, das schwöre ich euch. Der wäre über 200k wert, Mann. Schade, aber ich bin zufrieden. Mesut Özil, 89er Inform aus dem 3-Inform-Pack. Das ist in Ordnung, ich denke mal. Ja, da haben wir Christi hier was ganz Gutes gezogen. Also wenn ich Mesut Özil aus meinem Pack ziehen würde, vielleicht habt ihr meinen 3-Inform-Pack schon gesehen, dann wäre ich zufrieden. Wir schauen uns mal hier momentan sein aktuelles Team an. Fehlen zwei Spieler noch momentan. Boah, Ronaldo ist hier am Start. So wie das sein muss. Ich weiß nicht, wie das Team umbaut. Keine Ahnung. Wir werden uns das nächste Woche mal anschauen. Aber sieht schon fresh aus. Max Kruse hier als Leihspieler. Legende. Das war's dann. Ich denke mal, ich habe euch jetzt alle Packs hier vom Christi zusammen reingeschnitten. Ich denke mal, es waren ganz gute Packs, die wir hier insgesamt bei Christi gezogen haben. Lasst ein Like da. Lasst ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat. Und checkt noch gerne meinen Shop aus, falls ihr noch Bock habt. Auf die Nice Hoodies in Blau, in Rot, in Grün und noch viele weitere Sachen. Ihr wisst Bescheid. Außerdem gibt es die rote Autogrammkarte gratis zu jeder Bestellung dazu. Von mir persönlich unterschrieben, also gerne abchecken. Link zu meinem Shop ist ganz oben in der Videobeschreibung. Als Weihnachtsgeschenk oder was weiß ich, könnt ihr gerne abchecken. Das war's. Ihr seid die Besten. Macht's gut. Bis morgen. Haut rein und ciao.